mit Rauchen aufzuhören. Das ist sehr viel schwerer, da fühlte ich mich wie amputiert. Aber inzwischen bin ich ein leidenschaftlicher Nichtraucher, aber tolerant. Sie durften bei mir in der Wohnung rauchen, das störte mich gar nicht. Das war für mich einer der größten Momente, muss ich sagen, als er mit einer Stimme Mehrheit, wenn ich mich jetzt recht entsinne, im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, weil das ja erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 ist, dass jemand Ministerpräsident wird, der links von der Sozialdemokratie organisiert ist und dass der Osten so ein Stück Veränderung in die Bundesrepublik gebracht hat. Das gefällt mir. Es gab zum Beispiel im amerikanischen Kongress immer nur einen demokratischen Sozialisten. Der wurde zwar immer wieder gewählt, aber der wurde auch gar nicht ernst genommen. Und wenn er irgendwo sagt, er ist Sozialist, war er schon erledigt. Jetzt füllt der Stadien. Der füllt Stadien. Der tritt gegen die Clinton bei der Demokratischen Partei an. Er wird das nicht schaffen. Aber er ist ziemlich nah dran. Daran sehen Sie, dass es ein ganz anderes Bedürfnis gibt. Die sozialen Unterschiede sind zu groß geworden. Das vertragen die Menschen nicht mehr. Und der Druck, eine Gesellschaft zu finden, die doch deutlich mehr soziale Gerechtigkeit herstellt, der wird wachsen. Aber dabei darf man weder Freiheit noch Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit vergessen. Aber wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit. Aufklärung, Bildung und Zugang zu Kultur. Das ist für mich das Wichtigste. Immer dann, wenn man Menschen schlecht informiert, haben es die einfachen Thesen der Rechtsextremen leicht, bei ihnen Gehör zu finden. Und wenn wir sie mehr bildeten, wenn wir eine höhere Aufklärungsquote hätten und wenn wir es allen ermöglichen würden, in die Oper zu gehen, ins Konzert zu gehen, ins Theater zu gehen, Bücher zu lesen und auch alle anderen kulturellen Einrichtungen aufzusuchen, das wäre mir wichtig. Der Rechtsextremismus bietet nämlich Selbstbewusstsein zum Nulltarif an, weil er sagt, weil du Deutscher bist, bist du mehr wert als Milliarden Menschen. Da musst du ja nichts geleistet haben. Während ich den jungen Leuten sage, ihr könnt erst stolz sein, wenn er A geleistet hat, B oder C geleistet hat. Das ist viel anstrengender. Also müssen wir einen Weg finden, ihnen zu Selbstbewusstsein zu verhelfen. Die Flüchtlinge sind ein herausragendes Problem in unserer Gesellschaft, in Europa überhaupt. Ja, wir müssen was gegen die Fluchtursachen tun. Wir müssen den Hungertod abschaffen. Jedes Jahr sterben 18 Millionen Menschen an Hunger. Das ist die höchste Sterbequote auf der Welt. Nicht zu akzeptieren. Wir haben eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Es gibt immer mehr Not und Elend. Auch das muss man sehen. Tja, die soziale Frage steht. Und wir hatten eine technische Revolution. Wir haben die Digitalisierung des Lebens. Jetzt wissen auch alle in Afrika, wie wir hier in Europa leben. Und da das so ist, glaube ich, brauchen wir einen anderen Ausgleich. Und jetzt muss richtig umgedacht werden und es muss schnell gehandelt werden. Die Flüchtlinge, die hier sind, die müssen wir anständig behandeln und integrieren. Aber wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir sofort beginnen, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Europäische Union und auch Deutschland exportiert subventionierte Lebensmittel nach Afrika. Afrika selbst kann seine Lebensmittel nicht subventionieren, hat keine Chance gegen unsere. Ist das der richtige Weg, Entwicklung voranzubringen, indem wir verhindern, dass in Afrika eine eigene Landwirtschaft entsteht? Sehen Sie, wir müssen wirklich umdenken. Es wird Zeit. Also erstens habe ich nur aufgehört als Fraktionsvorsitzender. Ich bin ja noch im Bundestag. Ich sage immer, ich war Politiker und bin jetzt Gesellschaftspolitiker. Ich kann mich jetzt allgemeiner äußern. Nein, ich bereue das überhaupt nicht. Und spannend ist Politik immer und langweilig übrigens auch. Immer beides. Wenn man sich den Herausforderungen stellt, ist es spannend. Wenn nicht, dann ist es langweilig. Und das wird auch so bleiben. Und wissen Sie, die meisten Politikerinnen und Politiker aus der ersten Reihe in Deutschland gehen, wenn sie tief im Keller sind. Ich wollte vorher gehen. Doch nicht schlecht, oder?